kleinste Konzert. Das könnte sein. Das war im Lindental, würde ich jetzt behaupten. Und zwar kleinste von der Grösse her von der Bühne. Also die Bühne war es nicht. Ich würde sagen, das war vielleicht nicht ganz 4 Meter breit. Und dort haben wir uns reingezwängt. Wir sind dann trotzdem irgendwie so 50, 60 Leute drin gewesen. Das Grösste. Ja, es hat diverse grosse. Aber ich würde sagen, gerade locker Brienzer Rockfest, was wir haben vor 2 Jahren spielen. Und das noch zu Primetime, 10:30 bis 12:00. Ist natürlich eine sehr gute Sache gewesen. Und sehr gross. Es gibt oben eine Säure, das sind aber 2000-3000 Leute. Also, so die grossen Konzerte, meines Erachtens, so zwischen 3000-5000 Leute. Also mit einer Coverband als Holland-Reise dort erleben. Andere Bands, die wir spielen, haben wir bis 20'000 Leute schon gehabt, die wir im Ausland spielen. Und das ist natürlich eigentlich letztendlich egal, wie viele Leute vor dran stehen. Wenn die Energie, die wir ablassen, zurückbringen, oder das 5'000, 10'000, eigentlich letztendlich egal. Natürlich ist es sehr beeindruckend, wenn man auf der Bühne steht, so viele Leute hat, das ist wie bei einem Shootmatch, wenn man mal angeführt wird, das Ganze geht dann einfach los, ohne Probleme, voll auf die Schuhe, das ist das Ganze.